Wenn Sie in Pinnacle Studio Videoprojekte bearbeiten, dann haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Videoformate und unterschiedliche Auflösungen auf die Timeline zu legen. Hier sehen Sie, dass ich Video in Full HD habe, also zum Beispiel 1920x1080, und andere Videodateien im Standardauflösungsformat 720x576. Wenn Sie nun einen dieser Clips auf die Timeline legen, dann wird das Projektformat entsprechend dem ersten Clip, den Sie auf die Timeline legen, eingestellt. Das heißt, mein Projekt hat nun eine Auflösung von 720x576 Pixeln. Dies können Sie überprüfen, indem Sie die Maus neben den Projektnamen legen. Wenn Sie nun aber einen Clip in High Definition auf die Timeline legen, dann wird dieser Clip auf die Standardauflösung heruntergerechnet. Wenn Sie dann später das Projekt exportieren möchten, dann wird das Projekt nicht in High Definition ausgegeben, sondern eben in dieser Qualität. Wenn Sie nun im Nachhinein einen fertig geschnittenen Film aber trotzdem in High Definition ausgeben wollen, dann müssen Sie einen kleinen Umweg machen. Und zwar müssen Sie alle Clips auf der Timeline, die Sie hier haben, in die Zwischenablage kopieren, ein neues Projekt öffnen und diese Clips dann wieder einfügen. Dies zeige ich Ihnen nun Schritt für Schritt. Nehmen wir einmal an, Sie haben hier einen Film geschnitten, den Sie mehrheitlich mit High Definition Clips bearbeiten wollten. Aus Versehen haben Sie aber als ersten Videoclip eine Datei auf die Timeline gezogen, die nicht im High Definition Format ist und somit eben die Timeline nicht in High Definition weiterverarbeitet werden kann. Sie möchten dies nun gerne ändern. Speichern Sie einmal Ihr Projekt auf die Festplatte ab, falls Sie dies noch nicht getan haben. Nun wähle ich mit der Maus irgendeinen Clip auf der Timeline aus und wähle Bearbeiten, Alles auswählen. Damit werden alle Clips auf der Timeline kopiert, alle Übergangseffekte, alle Titel, alle Korrekturen, Effekte und so weiter. Gehen Sie dann auf Bearbeiten, Kopieren, um eben diese Informationen in die Zwischenablage von Windows zu kopieren. Dann erstellen Sie ein neues Projekt mit Datei Neues Projekt. Dieses Projekt ist nun leer und es ist noch nicht definiert, in welchem Format Sie nun weiterarbeiten können. Da Sie aber das Projekt ganz sicher in High Definition haben wollen, müssten Sie als ersten Videoclip einen High Definition Videoclip auf die Timeline legen. Diesen Clip können Sie dann später wieder löschen. Diesen mussten Sie lediglich auf die Timeline ziehen, um eben die Einstellung in HD zu haben. Sie können dies wiederum überprüfen, indem Sie einfach die Maus in diesem Bereich positionieren und warten, bis diese Meldung erscheint. Sie sehen nun, dass es sich um ein Full HD Projekt handelt. Platzieren Sie dann die Playline an den Ende des Films oder an den Ende dieses Clips und wählen dann Bearbeiten, Einfügen. Danach werden alle Videoclips aus der Zwischenablage in die Timeline eingefügt. Wie bereits gesagt, können Sie den ersten Clip löschen und Sie haben nun den gesamten Film auf der Timeline und zwar in Full HD in diesem Fall. Jetzt wird aber diese Aufnahme, die in Standardauflösung gefilmt wurde, natürlich auf die High Definition Auflösung hochskaliert. Nun könnten Sie diesen Film in High Definition ausgeben als Datei oder Blu-ray.